Menschen mit wenig Geld. Sie trifft es bei der aktuellen Wohnungsnot am härtesten. So wie Martina. Sie sucht in Berlin händeringend ein WG-Zimmer. Mit versteckter Kamera filmen wir, welch unverschämte Angebote sie dabei erhält. Sie haben keinen eigenen Raum, den Sie abschließen können. Ich kann Ihnen hier erstmal eine Luftmatratze hinlegen. Heidi und ihre Tochter sind auf eine günstige Unterkunft angewiesen. Aber die Nachbarn versuchen offenbar, sie aus der Wohnung zu mobben. Dann geht's einem beschissen dabei. Du kannst nichts daran ändern, ne? Kim und Lisa wollen in Berlin einen WG-Platz für günstige 250 Euro vergeben und erleben hautnah, wie dringend viele Bewerber das Zimmer brauchen. Bei mir ist tatsächlich primär, dass ich die Angst habe, dass ich halt nicht in Berlin bleiben kann. Jetzt in Hilfe Wohnung gesucht. Seit der Geburt ihrer Tochter hat die Filialleiterin Heidi aus Hamburg aufgehört zu arbeiten. Nun lebt sie von Hartz IV. Zum Glück ist ihre Wohnung günstig, in der Hansestadt inzwischen eine Seltenheit. Trotzdem hat sie ein dickes Problem. Sie liegt im Dauerstreit mit ihren Nachbarn. Das ist grauenvoll. Man kann sich das gar nicht vorstellen als Außenstehender. Es fing damit an, dass Heidi sich einmal beschwert hat. Seitdem rufen die Nachbarn immer wieder die Polizei. Angeblicher Partylärm, Geschrei, Schlägereien. 27 Mal schon rückten die Beamten an und trafen immer nur auf Heidi und ihre Tochter. Die sind mittlerweile mit den Nerven am Ende. Dann geht's einem beschissen dabei. Du kannst nichts daran ändern, ne? Außer sie dann zu dir zu holen und ihr sagen, dass alles wieder gut wird. Aber mehr kann ich nicht machen. Nicht voll. Der Ärger im Haus ist auch dem Vermieter nicht entgangen. Um für Ruhe zu sorgen, hatte Heidi schon ein paar Mal abgemahnt. Doch nun spitzt sich die Lage dramatisch zu. Die alleinerziehende Mutter hat die fristlose Kündigung bekommen. Ich weiß gar nicht, ob ich das aussprechen darf, wie sich das anfühlt, sowas zu bekommen. Es ist nie richtig gewesen. Nie. Aber ich hätte niemals für möglich gehalten, dass sie damit durchkommen. Dass sie es wirklich schaffen, dass sowas in meinem Briefkasten landet. Heidi kann es kaum glauben, dass es den Nachbarn offenbar tatsächlich gelingt, sie aus dem Haus zu ekeln. Wo soll sie mit ihrer Tochter dann hin? Eine neue Wohnung ist weit und breit nicht in Sicht. Schuld an der Lage sind für sie die Nachbarn. Und die will sie jetzt zur Rede stellen. Ich bin wütend. Ich bin sauer. In großer Wohnungsnot ist auch Martina aus Prag. Sie will in Berlin studieren, hat aber nur ein Notquartier auf dem Sofa eines Kommilitonen. Also wenn man dann tagsüber an der Uni ist, dann möchte ich einfach zurück nach Hause kommen und in meinem eigenen Zuhause sein. Und nicht ständig bei Freunden als Gast sein, mit dem Koffer und mit den wichtigsten Sachen. Ja, das ist kein Leben. Wieder einmal ist sie auf dem Weg zu einem Besichtigungstermin. Und erneut ist sie voller Hoffnung. Ich gehe zu einer Wohnungsbesichtigung von einem netten Mann. Also ich hoffe, dass er nett ist. Und er besitzt eine Dreizimmerwohnung und er bietet mir eigentlich die ganze Wohnung zur Verfügung, weil er während des Sommers im Gartenhaus wohnt oder sowas. Den Preis finde ich ganz freundlich, 250 Euro. 250 Euro für eine komplette Wohnung? Das klingt fast zu gut, um wahr zu sein. Darum statten wir Martina und ihre Freundinnen mit Kameras aus, um zu sehen, was dahinter steckt. Hallo, hallo, kommt rein. Der Vermieter erwartet die Frauen schon an der Tür und präsentiert dann eine schöne, helle Wohnung. Die Wohnung hat mir gefallen. Also auch das Haus hat mir gefallen. Auch die Lage war ziemlich schön. Hat Martina nach monatelanger Suche endlich ins Schwarze getroffen? Eine ganze Wohnung für sich alleine, weil der Vermieter noch ein Häuschen hat? Ein Raum fehlt jetzt noch. Ja, das ist mein Zimmer. Ach so. Das erste links ist mein Zimmer, die anderen können Sie gerne haben. Das vermeintliche Traumangebot bekommt die ersten Risse. Martina soll sich die Wohnung mit dem Mann teilen. Entweder habe ich meinen eigenen Raum oder er sagt mir schon, ganz klar, dass er in der Wohnung auch mitwohnt. Und das hat er nicht so klar gesagt. Eine solche Info hätte Martina schon gerne vorher gehabt. Und noch ahnt sie nicht, dass weitere böse Überraschungen auf sie warten. Kim und Lisa aus Berlin sind beste Freundinnen und wohnen zusammen in einer WG. Nun muss Lisa für einen Job in eine andere Stadt und Kim braucht einen neuen Mitbewohner. Die beiden bieten das Zimmer für 250 Euro an, ein absoluter Schnäppchenpreis. Kaum ist die Anzeige online, löst sie eine Mail-Lawine aus. Und? Ja, das sind echt knapp 100 Mails oder so. Also, ey, krass, das waren ja gestern schon so viele und es kamen noch mehr. Ja, es kamen noch mehr. Langsam verliere ich echt auch den Überblick hier.
100 Bewerber nach gerade mal 2 Tagen. Kim und Lisa beschließen, 4 Kandidaten einzuladen und einen ganzen Tag mit ihnen zu verbringen. Wir wollen halt nicht, dass wir jemanden wirklich nur so 20 Minuten zwischen Tür und Angel mal eben abquatschen, so die wichtigsten Fakten, sondern wirklich so ein bisschen so einen Eindruck bekommen, was ist das für einer. Die 4 Bewerber müssen also einen ganzen Tag opfern, damit sie vielleicht ein Zimmer kriegen. Nach dem ersten Kennenlernen geht es weiter zum Frisbee-Spielen im Park. Dabei steht aber nicht der Sport im Vordergrund, sondern sie wollen den potenziellen Mitbewohner auf den Zahn fühlen. Um halt so ein bisschen abzuchecken, sind die Leute voll spontan, machen die mit? Oder sagen sie, oh, dann habe ich keinen Bock drauf? Aber Bock hat hier jeder. Nicht nur, weil es um ein super günstiges WG-Zimmer geht, sondern auch, weil jeder die Möglichkeit bekommt, sich so zu präsentieren, wie er wirklich ist. Bei anderen WG-Castings hatten sie diese Möglichkeit nämlich nicht. In Berlin ist es ja so, dass man einfach zu so Castings geht und einer nach dem anderen wie am laufenden Band einfach abgefertigt wird. Man guckt sich ganz kurz das Zimmer an, gibt seine Antworten zu den Fragen, geht wieder, hat null Feedback, null Gefühl teilweise und kriegt manchmal nicht mal eine Absage, was ja ganz schön traurig ist. Nur je länger das Casting dauert, desto besser lernen sich alle kennen und umso schwerer fällt es, jemanden dann noch abzusagen. Ich bin schon jemand, der dann viel irgendwie an sich ranlässt und dann auch sich einen Kopf macht, ewig lange. Inzwischen ist der Nachmittag rum, sehen Kim und Lisa endlich klar. Ich finde es echt super schwer, weil klar, ja, man hat so einen Eindruck. Ja, wir sind auch alle super umgängliche Menschen. Das ist das Problem. Alle hätten es verdient, aber das Zimmer kann eben nur einer bekommen. Die Entscheidung wird noch einmal verschoben. Vorher sollen noch alle gemeinsam kochen. Zurück zu Heidi. Nach Anschuldigungen von anderen Hausbewohnern wegen angeblicher Ruhestörung hat sie von ihrem Vermieter eine fristlose Kündigung bekommen. Empört will sie nun die Nachbarn zur Rede stellen. Ich bin wütend. Ich bin sauer. Doch ein klärendes Gespräch scheint hier nicht mehr möglich zu sein. Denn auf Heidis Klingeln passiert nichts. Und das ärgert mich ja. Das ist das, was mich so ärgert. Ich kann ja nicht mehr das Gespräch suchen. Selbst wenn ich es wollte, man hat es ja gesehen, sie machen ja nicht mal die Tür auf, ne? Wenn Heidi tatsächlich so laut wäre, müsste die Nachbarin von gegenüber das ja wohl auch mitbekommen. Darum wird jetzt auch sie befragt. Ich höre nichts so. Ich kann nichts sagen. Die sagen, mich stören sie nicht. Okay, das wollte ich wissen. Mich stören sie nicht. Die ältere Dame von nebenan fühlt sich unbehelligt. Aber mit der hat Heidi auch keinen Streit. Und die fristlose Kündigung steht nach wie vor im Raum. Heidis letzte Chance, sie muss mit dem Vermieter reden. Die 26-jährige Martina ist mit ihren Freundinnen gerade auf Wohnungsbesichtigung und musste schon den ersten Schock verdauen. Sie hat die Wohnung gar nicht für sich alleine. Ganz locker teilt ihr der Vermieter mit, dass er ein Zimmer in der Wohnung weiter selbst bewohnen will. Wenigstens hat er geschrieben, dass die Miete super günstig ist. Und der Preis der Wohnung wäre 250 Euro? Naja, eigentlich mehr. Und wie viel? Also für die ganze Wohnung würde ich gerne 400 sehen. Aber das war gar nicht so wie in der Nachrichten. Also, wenn du nur 250 Euro zahlen willst, ja, dann kann es sein, dass ich vielleicht einen zweiten Untermieter reinhole. Wie? Der oder die schläft dann im Wohnzimmer. Aha. Die bleiben dann aber nur für ein paar Tage oder Wochen. Sind meistens Urlauber oder so. Ach, so ist das. Wenn Martina nicht mehr Miete zahlen will, quartiert der Mann kurzerhand ein paar Urlauber im Wohnzimmer ein. Das kann ich mir gar nicht vorstellen, dass durch die Wohnung immer ständig fremde Menschen laufen. Da hat man gar keine Privatzone. Angelockt wurde Martina mit einem vermeintlichen Traumangebot. Die gesamte Wohnung für nur 250 Euro. Nun soll sie sich die 3 Zimmer mit dem Vermieter und Kurzzeitgästen teilen. Und das Ganze auch noch unter der Hand. Also Verträge, ja, das würde ich nicht machen wollen. Ich habe mich auch so immer mit meinen Mietern gut verstanden. Und mit Verträgen habe ich schlechte Erfahrungen gemacht. Martina reicht es. Wieder einmal hat sie unnötige Zeit verschwendet. Draußen vor der Tür lässt sie ihren Frust ab. Also ich muss wieder weiter suchen, weil das ist nicht das, was ich suche. Ich möchte einfach eine normale Wohnung. Ich möchte eine normale Miete bezahlen. Ich möchte einfach einen offiziellen Vertrag haben. Morgen bei TAF. Martina findet eine Wohnung, die ihr tatsächlich gefällt. Hell, mit dem Balkon, kleine Küchenzeile, alles war wirklich ideal. Aber da ist sie leider nicht die Einzige. Hat ihre Suche bald ein Ende? Angespannt.
du da sitzt. Ist auch geil. Oh mein Gott! Oh mein Gott! Das Lustige ist, ihr seht das nämlich, er bremst mit, er schaltet eigentlich auch mit. Und das hat Spaß gemacht. Das war toll. Vielen Dank.